Wir haben uns überlegt, wir setzen uns auf die Bühne. Ist ein bisschen komisch, wenn wir so weit weg sitzen von euch. Hallo. Hallo, es geht alles. Schön, dass ihr da seid. Da wird noch Acro-Yoga gemacht. Da sind ein paar ganz eifrige, die können gar nicht aufhören. Wir haben das vorhin uns angeguckt, das war sehr beeindruckend. Die Dolmetscherinnen würden gerne eure Münder sehen, deswegen wollten wir, dass sie da sitzen. Alles klar. Die wollten, dass wir da sitzen, damit sie unsere Münder sehen können. Ah, okay. Gut, wir müssen aufs Sofa. Etwas statische Situation hier. Wir fühlen uns so ein bisschen in dieses Sofa gedrängt, aber es muss halt dann so gehen. Ah ja, ich bin dran. Ich muss das alles machen mit der Begrüßung. Wir sind ein Teil des 1000-Gestalten-Kollektivs und sind eingeladen worden, hier was zu erzählen über die Aktion, die wir zum G20-Gipfel letztes Jahr in Hamburg auf die Beine gestellt haben. Wir wissen nicht, ob ihr alle euch daran erinnert, was da stattgefunden hat. Ein paar Teile, was da stattgefunden hat in Hamburg, erinnert ihr euch bestimmt. Aber ob ihr euch an unsere Aktion erinnert, das wissen wir nicht. Darum wollen wir euch erstmal einen Film vorführen, der das Ganze so ein bisschen rekapituliert. Das ist ein 10-Minuten-Film, der eigentlich im Prinzip die Inszenierung dieser Aktion zeigt. Wir wünschen euch da jetzt erstmal viel Spaß und danach erzählen wir euch was zu dem Thema. Thank you.
Ja, wir ersparen euch jetzt den einen Minuten langen Abspann. Gudi, was ist da passiert? Was war da los? Ja, du wolltest eigentlich noch was zum Medienecho zeigen. Ah, genau, das ist richtig. Stichwort, ne? Also wir wollten damit anfangen, euch erstmal zu zeigen, was hat man von der Aktion gesehen im Außen. Ja, das war natürlich in Hamburg auf der Straße. Dem folgten dann 2 Tage lang Presseberichte, internationale Presseberichte. Wir waren eigentlich auf den Titelseiten aller internationalen Tageszeitungen. Wir wurden im Internet millionenfach geklickt. Da kannst du gleich was mehr dazu sagen. Wir waren in der Tagesschau um 20.15 Uhr. Das war so das, was ihr vielleicht von außen von der Aktion mitbekommen habt. Wer sie noch nicht kennt, genau, das sind so ein paar Titel. Und wir haben es geschafft, da 2 Tage lang vor dem Gipfel so eine Duftmarke zu setzen mit unserer Aktion. Wir erzählen später was darüber, wie das vielleicht gelungen ist, warum es gelungen ist, mit was für einer Strategie dahinter. Genau. Jetzt erstmal, was ist überhaupt passiert? Wie war so die Chronologie dieser Aktion? Dabei muss man sagen, dass es uns noch nicht gab, Anfang letzten Jahres als Kollektiv der 1000 Gestalten, sondern wir haben uns für die Aktion zusammengefunden. Wir hatten 5 Monate Zeit, um die Aktion auf die Beine zu stellen. Und es fing damit an, ich glaube, es können alle total gut nachvollziehen, dass wir Anfang letzten Jahres alle in so einer Art Schockstarre sozusagen angesichts der immer näher kommenden Einschläge der politischen Verhältnisse, Trump, Brexit, Rechtsruck in Europa, AfD, bei uns vor der Tür, dass wir immer mehr festgestellt haben, bei uns persönlich und in unseren Netzwerken um uns rum, in unseren kleinen Kreisen, aber auch in unseren großen Kreisen, entsteht so ein extremer Druck, okay, wir müssen jetzt rausgehen und uns positionieren. Ja? Es reicht irgendwie nicht mehr, wenn wir zu Hause in unseren kleinen subkulturellen Blasen darüber diskutieren, uns eine Meinung dazu bilden, sondern wir haben eine Meinung und wir müssen eigentlich mit unseren Netzwerken rausgehen und uns entschieden dazu Stellung nehmen. Zeitgleich stand der G20-Gipfel auch vor unserer Haustür, vor der Tür, nämlich in Hamburg. Wir wurden eingeladen ins Gängeviertel, da gab es ein Vernetzungstreffen von den HEDOs und vom Alles-Allen-Netzwerk. Da wurden viele Kollektive eingeladen und viele Aktivisten, die schon viel mehr Erfahrung hatten als wir, die jahrelang schon politischen Protest machen. Wir sind da hingefahren, haben uns ausgetauscht und haben überlegt, was wollen wir auf die Beine stellen, was wäre eine Aktion, hinter der wir stehen und zu der wir auch unsere Netzwerke sozusagen mobilisieren könnten. Und ganz früh war uns klar, wenn wir eine Aktion machen, dann gibt es so gewisse Maßgaben, auf die wir uns ziemlich schnell geeinigt haben. Also erstens, wir wollen eine Aktion, die anders ist, die ein anderes Angebot macht als die Aktionen, die es schon gibt, die super wichtig sind, ja, die aber oft sehr konfrontativ sind oder sehr realpolitisch, so in der Protestszene. Wir wollten eine Aktion machen, die andere Menschen erreicht, mitzumachen. Ja. Also wir haben darüber nachgedacht, wie können wir denn die Oma aus Winterhude genauso dazu kriegen, mit uns auf die Straße zu gehen, wie irgendwie die gutbürgerliche Familie da aus Hamburg, die eigentlich die Stadt verlassen würde. Ja, also ihr habt ja mitbekommen, irgendwie die Presse hat von Anfang an Stimmung gemacht, wie gefährlich es ist, in Hamburg zu bleiben und so weiter. Und eigentlich haben alle schon ihren Urlaub gebucht. Und unser Ziel war, wie geil wäre das eigentlich, wenn wir mit unserem Netzwerk und dann noch vielen, vielen, vielen Menschen, mit denen wir noch nie was zu tun hatten, die auch noch nie was mit Protest zu tun hatten, gemeinsam auf die Straße gehen und diese Stadt wieder für uns in Anspruch nehmen. Ja. Also diese leeren Straßen, wir konnten das schon vor uns sehen, sozusagen leergefegte Straßen, abgeriegelte Stadt, die 20 wirtschaftsmächtigsten Länder beraten unter absoluter Abriegelung sozusagen über die Geschicke der Welt. Alle anderen müssen dabei zusehen, besonders die Zivilgesellschaft, weil sie sozusagen Angst hat, sich zu positionieren. Deswegen war das ein ganz wichtiges Ziel. Wir wollen eine Plattform bieten, wo man ganz einfach, aber sehr wirkungsvoll sich positionieren kann. Drittens, wirkungsvoll, wir wollten bei diesem ganzen Medienzirkus, von dem auch schon klar war, wie er aussehen wird, also die meisten Aktionen werden instrumentalisiert für die eine oder für die andere
Seite. Dem wollten wir auch versuchen, was entgegenzusetzen. Erstens in den Medien aufzutauchen und zweitens zu bestimmen, was die über uns berichten. Das war so, waren unsere Ziele, mit denen wir uns identifizieren konnten. Mit denen sind wir dann erstmal in unsere kleinen Kreise gegangen. Also wir kommen aus Berlin und haben da kleinere subkulturelle Kreise, die ganz viel im Kulturbereich machen, die ganz viel im Festivalbereich machen und so weiter. Wir haben auch einen kleinen Kulturverein neu am See. Und wir haben erstmal angefangen, diese Idee und die Motivation vorzutragen in einem kleineren Kreis. Das erste Kollektivtreffen im Februar, das waren 30 Leute. Und es war, genau das sieht man da auch auf dem Bild, das Johannes gerade zeigt. Und es war von Anfang an super geiles Feedback und ganz viel Kraft und Energie, was auf die Beine zu stellen. Wir haben da auch ein Kollektiv gegründet für die Aktion, weil uns klar war, wir wollen auch keine Gruppe werden, die jetzt Einzelpersonen nach vorne stellt, sondern für uns ist am allerwichtigsten, dass wir das alle gemeinsam auf die Beine stellen und auch so kommunizieren. Keine Einzelpersonen stehen also im Vordergrund. Wir haben von Anfang an festgelegt, was brauchen wir dazu? Und zwar klar, eine Aktion mit 1.000 Leuten auf die Beine zu stellen, kostet mindestens 30.000 Euro. Eine Aktion in dieser Größe, mit der Aufmerksamkeit zum G20-Gipfel, in dieser Gemengelage von absoluter Abriegelung, muss öffentlich von öffentlichen Stellen genehmigt sein, sonst ist sie nach 5 Minuten vorbei. Das heißt, wir müssen anfangen, mit der Stadt zu verhandeln. Und das waren so die großen Maßgaben, Finanzen und legale Aktion, genehmigte Aktion, also keine Demo. Das waren so die größten Hürden von uns. Und dann sind wir losgelaufen. Wir können später detailliert darüber berichten, wie das alles nacheinander erfolgt ist. Aber mit diesen Maßgaben sind wir erstmal losgelaufen, Anfang Februar. Das Ende habt ihr gerade gesehen in dem Film. Was dazu geführt hat, dass wir uns natürlich alle erleichtert in den Armen lagen. Also ist alles gut gegangen. Bis kurz vor der Aktion war nicht klar, ob wir das Geld zusammenkriegen und ob wir überhaupt einen Ort von der Stadt bekommen. Es hat sich eine Woche vorher alles so erst eingestellt, sozusagen, dass es erfolgreich wurde. Ja, wir hatten ein logistisches Zentrum im Oberhafen, da hatten wir Freunde, die uns gebackt haben und uns Hallen und Logistik zur Verfügung gestellt haben, und wir zeigen euch jetzt nochmal einen kurzen Filmausschnitt, wie es in dem Oberhafen aussah, kurz vor der Aktion und was da los war. Viel Spaß. Wenn es klappt. A lot, and it's like also a way to be all together for the same reasons. It's nice. Sorry, I'm really like gray in this moment. Das sehe ich in den 1.000 Gestalten, diese Menschen wachzurütteln, ihre Fesseln loszuwerden und bunt miteinander durch die Welt zu schreiten. Die Öhrchen. Ich sehe halt verkrustete, alte, wirklich irgendwie Gesellschaft, die so eine Erneuerung, so eine Befreiung braucht, um sich sozusagen von den alten Lebenverkrustungen zu befreien. Letzten Endes habe ich mich dazu entschlossen, mitzumachen, weil ich gerne protestieren würde, aber aufgrund der Gewalt bei den Demonstrationen irgendwie da mich nicht engagieren möchte gerade. Dass aus Grau bunt wird.
Das ist eine, das war sozusagen meine Hauptmotivation. Das ist tatsächlich was mich im Moment persönlich auch beschäftigt, was mein Alltag und mein Arbeitsleben so betrifft, wo es hingehen soll, was ich so machen soll in Zukunft und ob ich eben in dieses Hamsterrad mich weiterhin begeben soll oder mich da mal verändern soll. Deswegen passt es ganz gut zu mir im Moment. Ich komme aus Cuxhaven und habe in der Stader Zeitung gelesen, dass es diese Aktion gibt und wusste sofort, das ist die richtige Form für mich. Das ist auf jeden Fall was ganz viele Leute berührt und deren Bewusstsein berührt. Und das ist dann so ein Potenzial, glaube ich, was daraus kommt. Zum Ausdruck zu bringen, dass man müde und beladen ist und dass man sich in der großen Gruppe vielleicht befreien kann. Ja, das war 3 Stunden vor der Aktion im Oberhafen in den Hallen, die wir da hatten. Und das Interessante ist, dass das alles Leute sind, die wir nicht kannten, die von uns erfahren haben, eben tatsächlich über unsere Social-Media-Kampagne, dann über Pressevorberichte und die sich bei uns auf der Webseite akkreditiert haben, die von uns dann Informationen beschickt wurden, die dann in fast 1000 Leute an diesem Morgen im Oberhafen standen und daran teilgenommen haben, die uns vertraut haben, die durch unsere Kommunikation das Gefühl bekommen haben, ja, denen kann ich mich jetzt einfach mal in die Hand legen und da mitmachen. Und das hat uns, obwohl wir damit gehofft haben, dass es klappt, auch total überrascht, dass wir so viel Vertrauen von den Menschen kriegen. Und die große Frage ist natürlich, wie kriegt man sowas hin? Wie funktioniert sowas? Und was sind die Maßgaben, was sind die Wege, wie man sowas erreicht? Und wir wollen das versuchen, jetzt mal ein bisschen zu rekapitulieren, damit ihr eine Idee davon kriegt, was ihr vielleicht für eure Aktionen, für das, was ihr vorhabt oder auch für alles andere verwenden könnt. Das ist ja auch eigentlich der Grund, warum wir hier eingeladen wurden, dass ihr was davon habt. Ich glaube, dass einer der Hauptgründe war, dass wir versucht haben, eine Aktion zu machen, die inkludierend ist. Eine, die versucht, wirklich alle Menschen zu erreichen, die kommuniziert hat, wir sitzen alle im selben Boot. Wir sind alle auf derselben Seite. Wir müssen die Probleme zusammen lösen. Wir haben ein kommunikatives Problem und das ist das kommunikative Problem zwischen dir und mir und kein oben und unten. Und es ist nicht darauf hinausgelaufen, konkrete politische Phrasen zu skandieren, sondern ein gemeinsames Gefühl zu erzeugen. Gemeinsames Gefühl von wir können das schaffen, wenn wir was an unseren Verhaltensweisen ändern. Das hat, glaube ich, dass das so einfach und klar war, hat, glaube ich, dazu geführt, dass die Menschen das verstanden haben. Ganz entscheidend war die Kampagne, die wir dafür vom Anfang der Kollektivzeit mit 30 Leuten angestartet haben. Und dafür war entscheidend die Social Media die Social Media Kampagne, die wir angestoßen haben. Die hat Marc zu größten Teilen konzipiert und verantwortet und damit vielen Helfern durchgezogen. Erzähl doch mal von der Webseite und wie das losging und was die Strategie war. Ja, das war, ich kann noch mal kurz was dazu sagen, diese Energie, die entstanden ist, was gerade erwähnt wurde, das Kollektiv hat sich erst gebildet. Ja? Ihr müsst euch vorstellen, wir wurden dann im März eingeladen von Gurun Johannes und noch 2-3 anderen Leuten. Dann waren da 30 Leute und da war so eine Energie, dass sich die Aktion innerhalb von 3 Monaten entwickelt hat. Ja. Wir hatten aber von vornherein das Problem, wir haben nur noch 3 Monate. Ja? Und wir haben kein Environment, wir sind nicht irgendwie ein Kollektiv, was schon 5 Aktionen gemacht hat und Kanäle irgendwie hat, die, wenn die irgendwas posten, da tausende Leute kommen. Und daraufhin haben wir dann versucht, eine Kampagne zu entwickeln, die mit den Kapazitäten, die wir hatten, nämlich uns, und unsere Kanäle und wir als Sprachrohr, alle, die im Kollektiv waren, eine kritische Masse zu erzeugen, um etwas anzustoßen, was dann außerhalb sich unserer Bubble bewegt. Ja, also, dass wir sagen, wir wollen jetzt nicht nur laut sein und dann liest das mein Freund bei Facebook oder meine 3 Follower bei Twitter, sondern wir wollen etwas machen, das sich auch so anhört und so anfühlt, dass man da mitmachen will. Und uns als Gruppe nutzen. So, und dann haben wir eine Strategie entwickelt, die dann wirklich on point
an einem Tag gestartet ist. Alle, die bisher im Kollektiv mit waren, haben so eine kleine Anleitung bekommen per E-Mail. So jetzt, wir hatten die Kanäle, Hauptkanäle waren die Homepage, das war das Ziel. Wir wollen die Menschen auf die Homepage bekommen, ja, weil auf der Homepage gab es die zwei wichtigsten Button, anmelden und spenden. Das war eigentlich das Ziel, warum wir die Leute auf diese Homepage gebracht haben. Und dazu haben wir Werkzeuge benutzt, nämlich da, wo wir die Leute erreichen. Wir haben uns überlegt, welche Kanäle wollen wir benutzen, welche können wir benutzen, welche können wir aus moralischen Gründen oder netzpolitischen Gründen nicht benutzen, welche müssen wir benutzen, um Leute zu erreichen. Also haben wir eine Facebook-Veranstaltung eingerichtet, eine Facebook-Fanpage eingerichtet. Wir haben in Deutschland 32 Millionen aktive Facebook-Nutzer, deswegen haben wir uns entschieden, das Medium zu nutzen, wo die meisten Menschen sind. Haben dazu noch einen Twitter-Account aufgesetzt, der aber eher peripher und nicht so wichtig war. Und haben dann begonnen, Anfang April, glaube ich, wurde die Seite gelauncht, die wurde extra programmiert, die hatte ein Frontend, das heißt, man konnte auf die Seite draufgehen, man hat das Kollektiv gesehen, wir wollten auch präsentieren, dass, welche Menschen dahinter sind, haben uns überlegt, wie bekommen wir Leute dazu, uns zu vertrauen. Das ist zum Beispiel die Kollektivseite, da war dann der Name, ein Spruch, warum ich will ich mitmachen. Ja? Und zentraler Dreh- und Angelpunkt, um die Leute ranzukriegen, war aber wie gesagt dieser Facebook-Event. Wir hatten dann noch verschiedene andere Sachen, zum Beispiel so Profilbildfilter, wo dann 1000 Gestalten drauf stand und so weiter, so kleine Social-Media-Gimmicks. Man kann da, um einmal in Marketing-Sprech umzuwandeln, um die Sprache mal neu zu besetzen, von CI sprechen. Auch mal im aktivistischen Umfeld durchaus eine Überlegung wert. Und haben das dann wirklich orchestriert abgefeuert. Ja, also das ging dann irgendwann Mitte April los und dann haben irgendwie 100 Leute gleichzeitig sich bei Facebook in diesem Event angemeldet. Wir hatten Texte vorgefertigt, wir hatten vor allem ein sogenanntes Recruiting-Video, wo wir, weil wir noch kein Videomaterial hatten, Bilder von anderen Massenperformances zusammengeschnitten hatten und das zusammen war so der Trigger, um eine kritische Masse zu erzeugen, die außerhalb unserer Blase funktioniert. Sag mal, Marc, du redest, hast die kritische Masse jetzt oft erwähnt und ich habe dich damals gefragt, sag mal, kritische Masse, wie viele Leute braucht man denn da? Und die Zahl, die du mir genannt hast, war erstaunlich niedrig. Ja, also im Endeffekt waren es bei uns ja im Endeffekt 100 und wenn man es ganz genau nimmt, war die kritische Masse eigentlich 5, nämlich ihr 5, die 30 Leute zusammengetrommelt hat und 6 Wochen vorher, ja, also kritische Masse ist ziemlich klein, Leute. Ab wann wird sowas zum Selbstläufer werden? Das ist ja die Frage. Ab wann multipliziert sich sowas von alleine? Ja. Wir haben, da gibt es verschiedene Antworten drauf. Unser Weg war, wir haben die Medien gehackt eigentlich. Wir haben durch diese Präsenz in den sozialen Netzwerken und im Internet eine Präsenz erzeugt, die klassische Medien dazu bewogen hat, über uns zu berichten. Ja, also wir hatten die Recruiting-Phase der Performerinnen und Performer und Supporterinnen und Supporter war, ich glaube, 10, 11 Wochen. Ich sage jetzt mal, in den ersten 7 Wochen haben sich so 30% der Leute angemeldet und dann haben die wiederum natürlich sich in dieser Facebook-Veranstaltung angemeldet, den Twitter-Account gefolgt, hatten diesen Profilfilter, haben darüber gesprochen, haben sich wieder in ihre Netzwerke weiter verbreitet. Dann haben angefangen, öffentliche Sender über uns zu berichten, was nochmal richtig eingeschlagen ist. Dann hat sich die ARD dafür interessiert und daraufhin haben sich dann in den letzten 3 Wochen nochmal 70% mehr Menschen überhaupt angemeldet. Ganz entscheidend dafür war, dass wir nicht einfach darauf gewartet haben, dass die Presse gekommen ist, sondern dass wir das eben wirklich aktiv auch befeuert haben. Wir hatten eine Gruppe im Kollektiv, die sich nur um die Pressearbeit gekümmert hat und die Pressemeldungen rausgegeben hat. Aber das reicht nicht. Heutzutage ist es so, einfach den Zeitungen eine Pressemeldeschickung heißt noch nicht, dass irgendjemand kommt oder sich dafür interessiert. Man muss mehr machen, man muss denen was bieten. Und das sind im Zweifelsfall immer Bilder und Geschichten. Darum war uns klar, dass wir einen knappen Monat vor der Aktion eben schon mal zeigen müssen, was wir auf der Kette haben. Und dafür haben wir eine Vorfeldaktion in Hamburg gemacht
mit, glaube, 12 Gestalten. Da haben wir natürlich auch die Kostümierung zum ersten Mal ausprobiert, das Verlehmen, die verkrustete Struktur der Haut und so weiter und so fort. Und dazu, die sind dann durch die Mönckebergstraße an einem Samstag, an einem verkaufsoffenen Samstag, wo Massen von Menschen auf dem Shoppingtour waren, in Zeitlupe durch die Stadt gezogen. Und dazu haben wir Presse eingeladen. Und da seht ihr jetzt hier auf der linken Seite, das ist der Fotograf von der Deutschen Presseagentur. Das haben wir geschafft, dass der gekommen ist und da für eine Stunde Fotos gemacht hat. Und das war letztendlich dann auch eben tatsächlich so ein Start, weil die Fotos von der Deutschen Presseagentur, die sieht dann wieder der Redakteur vom Käseblättchen, und wenn der dazu die richtige Pressemeldung mit einer kleinen Geschichte hat, dann bringt er das auch. Und so hat dann eben die alte Frau, die wir vorhin im Video gesehen haben, in einem Stader Tageblatt davon gelesen und hat sich auf der Webseite angemeldet. Und plötzlich ist so ein Schwungrad in Gang gekommen. Wichtig war, dass wir diese Vorfeldaktion gemacht haben und dass wir diese Bilder eben einen Monat vorher generiert haben. Das war eben Hamburg, Rathaus, verlähmte Gestalten in der Stadt. Was ist da los? Das war die Geschichte, die wir da einen Monat vorher der Presse angeboten haben, und die hat sie genommen und veröffentlicht. Und das war für uns super wichtig, weil wir dadurch natürlich so eine Form von, das hat die Aufmerksamkeit erhöht, und das hat natürlich auch die Leute haben dann auch mehr daran geglaubt, dass wir das auf die Kette kriegen, dass wir es hinkriegen. Ja. Genau. Und wir haben natürlich, also einen Monat vorher ist jetzt für jemanden, der eine Aktion auf die Beine stellt, schon letzte Eisenbahn, aber einen Monat vorher ist für alle anderen genau der Zeitpunkt, wo das überhaupt in die Wahrnehmung gerät. Ja? Also von der großen zivilgesellschaftlichen Masse, die das dann in der Presse erfährt, es steht jetzt der G20-Gipfel an sozusagen, es rückt näher, und die dann damit konfrontiert ist: Was mache ich denn zum G20-Gipfel? Scheiße, ich will mich ja irgendwie äußern, aber ich habe noch keine Form gefunden. Also diese Vorfeldaktionen war einerseits schon für die Pressemobilisierung super wichtig. Die waren alle schon hungrig nach Bildern, weil sie ja schon geschrieben haben über den G20 und was da alles anrollt. Und zweitens für die Mobilisierung, weil wir dann hier auf der Straße wirklich Hamburger Bürger sozusagen eingefangen haben, die... Das war für uns auch natürlich so ein Proof, wie reagieren die Leute eigentlich da drauf? Funktioniert dieses Bild, was wir uns überlegt haben? Und wir hatten da einfach schon so Trauben von Menschen, die ihre Handys rausgeholt haben, die darüber gesprochen haben, die das wieder geteilt haben in ihren sozialen Netzwerken. Und was ganz wichtig war auch, ist, dass wir von Anfang an eine Journalistin mit ins Team geholt haben vom NDR, also lokale Presse, lokaler Fernsehsender, die mitgelaufen ist. Also die hat quasi wie so eine Home-Story gemacht. Ich bei den G20-Protesten mache jetzt bei der Kunstaktion mit. Und das hat uns das beschert, dass wir von Anfang an vom NDR gefeatured wurden, auch im Fernsehen. Wir wollten ja an die Leute, ganz normalen Bürger aus Hamburg ran sozusagen, die wir nicht mit unseren Netzwerken erreichen können. Und dazu brauchen wir die Massenmedien. Das hat uns dann auch geholfen, die Genehmigung zu kriegen für die ganze Aktion, weil eine Woche vorher hat die Polizei uns gesagt, wir können das überhaupt gar nicht genehmigen, nachdem wir 2 Monate mit denen über Details verhandelt hatten. Wir können überhaupt gar nichts genehmigen, wir brauchen ein politisches Signal. Und wir konnten dann eben über diese befreundete Presse eben auch lancieren, diese Aktion soll stattfinden, aber der Senat hat sie noch nicht genehmigt. Und da der Hamburger Senat sich sehr damit gebrüstet hat, dass er integrative auch Protestaktionen möglich machen will, konnten sie sich das auch nicht leisten, dass das jetzt plötzlich von uns in die Presse gebracht wird. Das war dann tatsächlich der erste positive Outcome der ganzen Pressemobilisierung im Vorfeld, war, dass wir auch Druck ausüben konnten und dadurch plötzlich dieses politische Signal gegeben wurde und die Polizei uns das erlaubt hat. Das war gar nicht so selbstverständlich. Genau, jetzt haben wir ja noch gar nicht gesprochen über die Art der Inszenierung. Es ist ja eine Kunstperformance, es ist eine Massenperformance, und die Bilder sind sozusagen mit das Prägnanteste, was man gesehen hat. Vielleicht erzählst du noch was darüber. Ja, wir haben uns als Kollektiv verstanden immer und nicht als Gruppe, wo ein paar das bestimmen und der Rest macht, was gesagt wird, sondern wir haben versucht, in einem gemeinsamen Prozess das zu erarbeiten. Aber es ist klar, dass man natürlich nicht mit 1000 Leuten zusammen eine Probe veranstalten kann und gemeinsam was erarbeiten kann. Das ist einfach organisatorisch nicht drin. Darum haben wir uns schnell auf ein Konzept geeinigt, dass wir 20 sogenannte Head-Performer gesucht haben, die dann auch andere Performer anleiten und mit denen wir zusammen die Aktion geprobt und improvisiert haben.
und eben tatsächlich auch die verschiedenen Schritte der Aktion improvisiert haben. Die Befreiung, die ihr gesehen habt, dass die Sinne wiederfinden, das Befreien von den Kostümen, da haben wir verschiedenste Dinge ausprobiert, bis wir irgendwann auf diese einfache Symbolik des Augenfreiwischens gekommen sind und das Krusteablegens. Wir hatten sehr, sehr viele andere Bilder, die wir ausprobiert haben, die nicht so gut funktioniert haben. Und diese 20 Leute, die dann die ganze Aktion in- und auswendig kannten, haben wiederum jeder 20 Leute zugeteilt bekommen oder 25, es waren mehr, ne? Es waren 40 Head-Performer. Die haben jeder 20 Leute zugeteilt bekommen und die 20 Leute, die dann ihren Head-Performer hatten, haben gesagt bekommen, macht einfach, was der macht. Der leitet euch an, der zeigt euch, wo ihr lang gehen müsst. Wenn ihr das macht, was der macht, dann macht ihr nichts falsch. So konnten wir die Sache sehr aufwendig proben, ohne immer mit 1000 Leuten proben zu müssen. Ja. Nach der Aktion ging dann eben tatsächlich, weil so viel Presse zur Aktion gekommen ist, dieser mediale Zug los und wir haben an diesen 2 Tage vor dem G20-Gipfel war das, eben tatsächlich in jedem Bericht über den anstehenden G20-Gipfel wurden wir erwähnt, oft als erstes. Und das war eben eine Narration, die eben auch in Hamburg integrativ war. Die hat Hamburg gezeigt als eine Stadt, in der sich sowas wie ein kultureller Protest friedlich formiert und wo die Leute ihren Unmut zum Ausdruck bringen, aber eben ohne diese Narration, die in der Presse vorher die ganze Zeit suggeriert wurde, dass es gleich kracht. Im internationalen Presseecho konnten wir dann eben tatsächlich auch nochmal durch das Netzwerk, was sich inzwischen aufgebaut hat, die Sache pushen und fragen, wer kennt denn eigentlich einen Journalisten in Brasilien, wer kennt einen in Indien, wem kann man das noch schicken? So ist es tatsächlich über die Welt in vielen, vielen großen Tageszeitungen, in vielen Medien und in vielen Social-Media-Foren besprochen worden. Genau, und immer noch werden diese Bilder verwendet, also jetzt neulich im Spiegel zum Beispiel, immer wenn es darum geht, ein Symbol dazu für zu finden oder einen bildlichen Ausdruck für eine Art gesellschaftlichen, zivilgesellschaftlichen Protest oder Aufbruch, ja, zum Kapitalismuskritik geht, ob es jetzt um Ausstieg aus dem Verbrennungsmotor geht und so. Diese Bilder werden verwendet, weil sie anscheinend etwas ausdrücken, was sozusagen gesellschaftlich virulent ist. Das merken wir, dass es gar keine Inhalte sind, die wir besetzt haben, sondern eher eine zivilgesellschaftliche kritische Haltung sozusagen, die man damit ausdrücken konnte. Und das war natürlich auch eine ganz heftige Debatte. Wie inhaltlich wollen wir werden? Ich weiß nicht, Marc, erinnerst du dich daran, an diese Debatte? Die war ja tatsächlich kontrovers. Ja, genau. Wir hatten... Wir haben uns ja auf sehr, dünnem Eis kann man nicht sagen, heißem Eisen ist auch falsch. Also der G20-Gipfel ist in jeder Hinsicht einfach ein Extrem. Ja? Sowohl was da abgeht vor Ort, als auch natürlich Kommunikation. Ihr wollt wissen, was auf dem Schild stand? Das ist das beste Zeitanzeigeschild, was ich je gesehen habe. 0 Minuten oder 10? Wir machen mal zu Ende. War das jetzt 10 oder 0? Nee, es stand 0. 0, alles klar. Entschuldigung. Jetzt habe ich ein bisschen den Faden verloren. Politische Message. Ach so, ja, Message, genau. Ja, also ja, wir hatten genau Kommunikation und so. Das Ding war, dann geht's ganz schnell. Also, wir mussten ja ganz viel erfüllen. Ja, wir wollten eine Performance machen auf dem G20-Gipfel. Das ist nicht unser Spielplatz gewesen. Die Leute, die da politisch aktiv sind, sind normalerweise aus dem politisch extremen Spektrum oder aus einem Spektrum, die seit 20, 30 Jahren da sind. Wir mussten alle diese Leute, die wir auch respektieren, wo wir aber einfach eine Sache gemacht haben, die nicht erstmal dem entspricht, dem mussten wir uns kommunikativ angleichen. Zeitgleich wollten wir aber eine Aktion machen, die in der Stadt Hamburg zum G20-Gipfel in der roten Zone genehmigt wird. Das heißt, wir mussten auch in eine Kommunikation gehen, die vollkommen rechtskonform und staatenkonform ist.
und ohne dass die eine oder die andere Seite uns in irgendeiner Art und Weise blockiert oder Scheiße findet. So, ja, und das heißt, man, es war ein, also wir haben 4 volle Tage damit verbracht, diese Kommunikationsstrategie zu entwickeln und damit wir nicht gegen irgendeine Wand fahren, und da waren verdammt viele Wände. Und wir haben es aber irgendwie geschafft, irgendwie alle Wände zu umfahren. Ja. Ja, und trotzdem hatten wir aber einen extrem hohen Anspruch an die Aussage, die wir treffen wollen. Also man könnte ja jetzt quasi meinen, okay, da waren so viele Wände, dann haben wir uns für die am möglichst wenig zu kritisierende Aussage entschieden. So war es ja nicht. Wir wollten eine Aussage treffen, die extrem wichtig ist, jetzt gerade zu treffen, nämlich Leute, glaubt wieder daran, dass ihr gemeinsam was bewegen könnt. Mischt euch ein, positioniert euch auf eine konstruktive Art und Weise, schließt euch zu Gemeinschaften zusammen und macht euch bewusst, in welcher Gesellschaft ihr leben wollt. Und dann geht drauf zu. Das war ja unsere Message, fernab von realpolitischer Positionierung. Also wir wollten damit ja auch viele, viele Lager sozusagen vereinen. Also einmal uns als Subkultur mit dem Normalbürger, ja, irgendwie, der nie was mit uns zu tun haben wollen würde, sozusagen mit Protestleuten und so weiter. Also das war unser Anliegen. Und da mussten wir eine übergeordnete Aussage treffen. Ja, das ist doch ein schönes Schlusswort gewesen, Gudrun. Ich hoffe, ihr nehmt was mit aus der Sache. Geht nach Hause. Wir normale Menschen können gesehen werden, wenn sie wollen. Es funktioniert. Ja. Danke euch für eure Aufmerksamkeit. Danke euch für den Talk. Danke dir. Vielen Dank. Was uns super am Herzen liegt noch zu sagen ist, wenn ihr irgendeine Aktion plant und irgendwelche Materialien braucht oder denkt irgendwie, da könnte man uns mal anrufen oder kontaktieren, uns ist so super daran gelegen, dass wir unser Wissen teilen, dass wir andere dazu motivieren, wir könnt unser Netzwerk benutzen, unseren Newsletter, wir schicken Aktionen und Empfehlungen raus und weiter. Ihr müsst uns einfach nur über die Seite kontaktieren, kontakt@1000gestalten, 1000gestalten.de ist unsere Seite. Alright, danke schön, 1000 Gestalten.